Das Rendezvous von Greta und Franz geht indes weiter. Ein Gläschen Wein und Sekt soll das Eis brechen. Langsam nähern sich die beiden einander an. Franz scheint sich in der Gegenwart der 65-jährigen Greta wohlzufühlen und berichtet bereitwillig aus seinem Leben. Was hast du so in deinem Leben gemacht? Viel Unsinn. Das ist gut. Und jetzt kommt die Erkenntnis, dass noch etwas aus dem Rest deines Lebens zu machen ist. Ja. Die Zeit rennt uns davon. In meinem Alter rennt die Zeit davon. Ist keine Frage, nicht? Gott sei Dank bin ich vollkommen gesund. Brauche ich keine Pillen. Wow. Keine Pillen, keine Tabletten. Ich brauche schon einige. Vor kurzem habe ich noch eine gebrochene Hand gehabt. Habe ich zu dem Arzt gesagt, wie lange wird das dauern? Er sagt, das ist ein gewöhnlicher Bruch. Sag ich, naja, wissen Sie, wie wir den Liegestütz machen? Sagt er, was? Sie machen den Liegestütz mit Ihnen heute? Sag ich, alle also doch. Ich glaube, die habe ich auch schon 30 Jahre nicht gemacht. Naja, wissen Sie, das sind halt so wir waren per Du. Ja, per Du. Ein Liter ist fällig. Ja, ist schon richtig. Ist das richtig? Ja. Schau, es ist natürlich so, ich will Offenheit und Ehrlichkeit haben. Und eines ist halt für mich nach wie vor interessant. Ich bin noch immer noch ein bisschen für die Liebe zu haben. Nicht? Und das ist klingt ja ganz toll. Ja, nein, ich will nicht sagen toll, aber ich bin noch nicht über alle Berge hinweg. Nicht? Und das ist halt mein Gott. Nein. Ich sage so, ohne Liebe geht gar nichts. Das Liebe gehört zum Leben dazu. Genauso wie der Sex oder sonst was dazu ist. Gesundheit. Gesundheit. Auf die Gesundheit. Na, und auf den Sex, wie du sagtest. Das gehört dazu. Der erste Eindruck ist für mich niveaumäßig und dass vielleicht lustig wird, wenn er in Gesellschaft ist, so, aber zu zweit, die Kommunikation, habe nur immer ich angefangen und ich wusste ja nicht, was soll ich fragen. Ich habe gesagt, reisen Sie gern. Ist er vom Aussehen her ein Typ, der Ihnen... Ja, ein... Das, um das geht es mir wirklich nicht. Der Typ, er soll gepflegt sein, das ist er. Und er schaut auch nicht schlecht aus. Wie ist Ihr erster Eindruck von der Dame? Na, wunderbar. Wunderbar. Wie ist... Ich kenne sie ja nicht. Ich kenne ihre Vergangenheit nicht. Sie ist sehr elegant und domain. Ob sie nicht vielleicht für mich zu elegant ist, ich weiß es nicht. Kommt natürlich darauf an, nicht? Bis zu einem gewissen Grad kann man sich sowieso umstellen oder muss man sich umstellen, ist keine Frage. Nicht? Aber sie ist eine sehr nette Frau. Und vom Aussehen her? Ja, von außen, ja. Und dann, was natürlich entscheidend ist, ist sie nicht so voluminös wie manche anderen. Nicht? Und das, was ich natürlich angesprochen habe, da ganz kurz mit ihr, sie ist sofort darauf eingestiegen. Ist ja alles darauf einer Seite. Was meinen Sie da? Ja, alles, auch bis zum Sex. Nicht? Das ist überhaupt keine Frage. Nicht? Also die Dame will noch leben, so wie ich. Nicht? Herr Rainer ist sich sicher, bei Greta einen guten Eindruck zu machen. Er scheint Gefallen an der 65-Jährigen mit adeligen Vorfahren gefunden zu haben. Siegessicher wagt er sich einen Schritt weiter vor und sucht Körperkontakt. Dann fange ich an mit meiner Situation. Ich war 40 Jahre verheiratet. Und haben eine einvernehmliche Scheidung zusammengebracht, wo die Anwälte die Hälfte geschlägt haben von allen. Ja, aber warum? Ganz Scheidung einfach. Nach 40 Jahren? Ganz einfach. Ich war nie zu Hause und sie hat die Ehrlichkeit nicht ernst genommen. Ja. Es ist natürlich mit dem Beruf natürlich ein Problem. Und da sind Sachen vorgefallen, das was katastrophal ist. Nicht? Und ich habe... Was meinst du unter katastrophal? Das hat andere Männer. Ja, sowieso. Das mag ich schon gar nicht. Dass man da herum tätschelt, das ist nicht meins, ja. Ich stelle mir einen Sir vor, der ein Sir ist. Finde ich sehr sympathisch, sehr hübsch. Nur für mich ist das gehobene Milieu ein bisschen entfremdend. Wäre natürlich schön, wenn du mir ein bisschen helfen könntest dabei, dann wird man einen leichten Weg finden, dass man das gemeinsam miteinander anschaut. Peter Treichel und Petra Höckner statten auch Leopold Zandt einen Besuch ab.
Die Partnervermittler möchten nun seine Version der Beziehung mit Uli Seebacher hören. Für ihre Agentur ist es wichtig, solchen Vorwürfen auf den Grund zu gehen. Sollte sich ein Herr oder eine Dame tatsächlich unangebracht benehmen, wird diese Person aus der Datenbank entfernt und nicht mehr vermittelt. Ein Aufpasser. Wie alt ist er denn? Herr Dr. Tanti, leg mal einen Sakko ab, gell. Es ist so warm heute. Stört sie eh nicht. Stört sie eh nicht. Was ist das? Das sind meine Telefonsachen, jetzt meine die Nummern zurück. Ich bin mit der Frau Uli Seebacher zusammengesessen, vor ein paar Tagen in Wien, und sie hat mir ein paar Sachen erzählt. Ihr wart ja mehr oder weniger liiert. Wir waren 6 Wochen zusammen. 6 Wochen. Ich persönlich muss Ihnen sagen, sie ist sehr nett, sie ist auch sehr gefällig, sie ist nur sehr geizig. Mhm. Aus einem einfachen Grund, ich bringe Rothschild-Weine, wo er jede Flasche zwischen 80 und 120 Euro kostet. Sie sagt, na, die sind aber sehr teure Weine. Und ich sage, ja, aber das ist richtig. Und sagt sie, na, ich fahre mit dir mit zum Hofer oder zur Merkur und wir kaufen dort billigere Weine. Meine Haushälterin kommt herein und sagt, sie hat die 8. Flasche Rotwein getrunken von den Rothschild-Rotwein. Und ich sage, na, Ille, dann gib es nicht. Erstens einmal hast du mich zu fragen, dass du vom Keller einen Rotwein aufholst, den deinen. Und sie sagt dann, naja, jetzt können wir ja diesen Wein trinken. Ich sage, Uli, bitte sei mir nicht besser, du weißt, ich trinke keinen Alkohol. Also was geben wir denn? Sie sagt, du musst mir nur zahlen lassen bei der Kasse, obwohl du den Wein ausgesucht hast. Ich meine, verstehen Sie mich, mit 4 oder 5 Flaschen Wein zwischen 4 und 5 Euro, sie wohnt bei mir heraus, es wird alles für sie von der Wäsche gewaschen. Sie nimmt Geschirr zum Essen, stellt das Geschirr, das meine Haushälterin oberst. Am Abend, die ist gar nicht mehr, die ist schon im Zimmer unten. Da müsste ich doch annehmen, wenigstens, dass sie das Teller und das Heferl selber auswaschen. Als Hausfrau, die einen eigenen Haushalt hat. Ich hab's ausgewaschen, hab's hingestellt, weil ich lass mich nächsten Tag nicht von meiner Haushälterin aus. Sie wollte aufstehen, alle Tag um 9 Uhr, ich stehe um 6 Uhr auf. Punkt 1 einmal. Also gibt's das erste Problem. Ich tue ihn um 6 Uhr schon frühstücken in der Küche und sie kommt dann so zwischen 8:30 und 9 herunter. Wird alles für sie extra wieder hergerichtet, das ist klar. Dann sagt sie, jetzt gehe ich hinauf und lese die Zeitung und kommt so um 10:30, 11 herunter, wann wieder alles hergerichtet ist. Und ich sage Ihnen ehrlich gesagt, bitte, ich bin ja kein Wedel, so schön, wie man es in Wien sagt. Also ich lasse alles machen und sie bewegt sich eigentlich. Sie hat mitgebracht einmal ein Schnittlauch, einmal ein Petersilie, einmal, glaube ich, ein Salat und zweimal so in Plastik verpackten Käse. Damit war endet. Das Wichtigste wäre eigentlich, dass sie ihre Liebe mitbringt. Naja, also ich sage Ihnen ehrlich gesagt. Wenn man nach so kurzer Zeit, was Sie mir gesagt haben, ein paar Wochen, Monate kennt und doch schon irgendwie mehr oder weniger zusammengeht, muss ja doch irgendwas vom Herzen ja da gewesen sein. Das Zusammengehen war eigentlich, ich sage Ihnen, da möchte ich nichts Negatives über Sie sagen, aber ich habe halt das Gefühl gehabt, sie hat geglaubt, sie hat mich auf hin und her. Mhm. Wissen Sie, ich sage Ihnen ehrlich gesagt, die Frau gibt's nicht, die mich auf hin und her hat. Alles, was sie sagt, wird gemacht und alles, was sie nicht haben möchte, wird eben nicht gemacht. Sie sollte eine nette Frau sein, die auch Verständnis hat, für ein bisschen ein Scherz, für ein bisschen eine Lustigkeit, wo man fallweise essen geht, wo man fallweise kleine Reisen macht. Die Frau Seebacher ist ja auch eine sehr sinnliche und für mich auch sehr erotisch ansprechende Frau. Ja, da gibt es gar keine Diskussion. Ist das für Sie irgendwo wichtig oder ein Thema? Sie ist lieb, sie ist nett, aber sie überschätzt ihre Möglichkeiten. Trotz der zahlreichen Enttäuschungen mit Frauen will Herr Zandt nun weiter sein Glück versuchen. Allerdings nur mit einer Frau, die es nicht auf sein Geld abgesehen hat. Ich
Herr Dr. Zandt, wir werden uns ein paar Gedanken machen. Ich werde speziell oder wir werden spezieller schauen aus der gehobenen Schiene. Also es sollte keine Dame mehr kommen, die jetzt unbedingt irgendwo finanziell. Also grundsätzlich kommen die Leute zu uns, weil sie Lebens einen Herzenspartner suchen. Wir werden eine neue Inseration starten, wo wir bewusst auch hineinschreiben. Und zwar getrennt leben, aber gemeinsam erleben. Ich glaube, genauso wie Sie es gesagt haben, so starten wir eine neue Inserationsserie. Ich finde es nett, dass Sie einen guten Kontakt zu der Dame pflegen oder hegen auch. Ja, na sicher. Dass ihr euch versteht. Ich sage Ihnen ehrlich gesagt, ich hätte vielleicht mit der Ding einen guten Kontakt gehabt, wenn sie nicht so hoppertatschig gewesen war. Gibt es irgendwas in Ihren wirklich sehr interessanten Leben, was Sie anders machen würden aus heutiger Sicht? Ich sage Ihnen ja, ich würde Eltern, Menschen und hochgestellten Persönlichen kein Wort glauben. Kein Wort. Weil ich kann Ihnen sagen, die Leute lügen alle wie gedruckt. Darum habe ich auch gesagt, ich liebe meine Hunde, weil keiner meiner Hunde hat mich noch angelogen. Aber leider Gottes, Menschen gibt es, die lügen wie gedruckt. Das heißt, glauben Sie an das gute Menschen heutzutage? Eher nicht. Nachdem Herr Rainer Gritter seine gesamte Lebensgeschichte erzählt hat, ist nun die 65-Jährige am Zug, von ihrer zweiten gescheiterten Ehe zu berichten. Er hat dann mit 45 einen Posten bekommen, der ihm leider in den Kopf gestiegen ist. Und wurde größenwahnsinnig, ist nur mehr in Nuttenlokale oder Casino. Also es war, ich habe gehofft, eigentlich viel zu lange gewartet, 10 Jahre immer wieder gehofft, die Ehe wird wieder, er wird älter und irgendwann mit 55 wurde er dann auch zum Alkoholiker. Er lag da am Boden, hat alles unter sich gelassen, war nicht lustig. Und dann ist er mich auch noch, nicht nur mit Worten, also nicht verbal, sondern auch mit Messer angegangen. Und die Polizei kam und dann war das Ganze eigentlich erledigt.